Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Seasons of the Fall. Wir sind jetzt wieder auf der Suche nach... Ja. Nach diesen Dingen so, so, da kann ich nichts tun. Gar nichts. Hier muss ja auch irgendwo so ein Stein sein. Es geht ja gar nicht anders. Und hier komme ich eh nicht weiter. Jetzt habe ich es ganz nach unten. Nur bis hierhin war ich schon. Ah, da ist auch so ein... Jetzt kommen wir der Sache schon viel näher. Ich weiß allerdings nicht, wo der Stein ist. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh nein, die Viecher wieder. Erstmal gucke ich, ob ich hier jetzt irgendwo was habe. Ich denke nicht. Na los, mach auf. Und hat sich schon wieder umgedreht, ey, mein Gott. Komme ich jetzt zum Stein? Okay. Geht weiter rein. Wasserfall. Pilz. Aha. Wir haben wieder eine Schnellreise. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ja niemals gedacht, dass als ich dieses Spiel angefangen habe, dass das so lange geht. Warte mal. Sommer? Frühling. Winter. Ich kann das nicht... Ich kann es nicht benutzen. War doch irgendwas mit dieser
Vielleicht im Frühling? Okay, was ist hier? Ah! Jetzt kann ich. Und noch eine Schnellreise. Die wieder mächtig lang geht. Ah, das ist wieder so ein Erinnerungspunkt. So, was haben wir hier? Was ist das denn jetzt? Och, du Scheiße. Ach. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Noch ein Punkt, ey. Mein Gott. Einer führt zum Erinnerung und einer führt zurück. Alles klar. Dieser Stein beherbergt den sanftesten und feuchtesten der vier Winde. Den Zephyr. Siehst du den Steinfuchs? Seine Umrisse sind kaum noch zu erkennen. Aber ein Teil seiner Spiegelung ist immer noch im Wasser sichtbar. Es muss einen Weg geben, diese Illusion zu zerstören. Eine gute Frage. Wie? Okay, hier ist gar nichts. Ach so, weil ich ja Dingens. Das ist irgendwie total cool. Aber was bringt mir das? Jetzt bringt's auf jeden Fall was. Muss ich ja irgendwie auch noch hier hoch. Oder nicht? Ja, aber... Moment, Moment. Ist das denn überhaupt so sicher? Da ist auch noch einer. Ein
Da unten ist auch irgendwas. Aber ich kann mir ja schlecht... Weil es läuft ja nicht weiter. Ich kann ja nicht weitergehen. Ich komme an den Punkt da nicht mehr dran. Ah, jetzt macht sie wieder Wasser. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die sind voller Wasser, also muss ich sie leer pumpen. Komme ich leider nicht hoch. Ich mach's jetzt einfach mal über die. Ich mach jetzt einfach mal zurück. Und guck, was mir das im Grunde gesehen bringt. Was war das denn für ein Geräusch? Okay, so komme ich zurück, so komme ich dahin. Alles klar. Verstanden. Zurück und wieder hin. Hä? So, jetzt nimmt der nochmal was. Nee, jetzt macht er wieder Wasser fertig. Aha. Komme ich doch jetzt wieder zurück, oder nicht? Ach, meine Hand schläft langsam ein. Ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass ich jetzt wieder komplett zurück muss. Mein Gott, ich will da nicht mehr rein.
Oh, ich verstehe es nicht. Wieder einmal. So, hier ist empty. Ich verstehe nicht wieder, was ich tun soll. So, ich habe gerade mal eben geguckt, da unten leuchtet ja noch was. Das nervt mich schon die ganze Zeit über. Wir machen jetzt Frühling. Switchen jetzt hier überall hoch. Bellen und senken jetzt hier den Wasserspiegel. Ah, ne. Von ihm senken. So, oder? Ja, der macht nicht alles. Doch nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, pass mal auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin... So ist Wasserspiegel wieder oben. Ich verstehe es nicht. Ich will den Wasserspiegel ja weg haben. Warte mal. Du. Kannst schon mal was wegsaugen, genau. Genau, jetzt so, dass ich dann auch wieder hoch kann.
So, und du den Rest wegsaugen. Wunderbar. Jetzt müssten wir, genau, wir kriegen jetzt eine neue Schnellreise, die bestimmt zu dem anderen Ding führt. Und noch weiter hinaus. Oh, da sind noch welche. Ah. Okay. Wir haben Sommer. Oh. Nee, das war der. Ah. Aber der ist ja schon voll gesaugt. Jetzt macht er ja wieder Wasser. Ich bin verwirrt. Oder soll hier überall Wasser hin? Was ist denn jetzt los? So, jetzt komme ich da nicht mehr dran vorbei. Aha. Weißt du, Fuchs? Die Knospe ist nicht von Grund auf böse. Sie hat nur nicht verstanden, was das Ritual der Jahreszeiten wirklich ist. Sie hat sich von ihren Ängsten überwältigen lassen und sich ein Gefängnis gebaut. Ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um sie da herauszuholen und zu uns zurückzubringen. Okay, wir sind wieder da. Hör mal, lass mich in Ruhe. Bitte. Ich will niemanden sehen. Ich will nicht ins Heiligtum zurück. Ich mag ihre Stimme. Also ich finde die richtig schön. Okay, da kann ich nicht hochhüpfen. Das Ritual der Jahreszeiten ist überhaupt nicht das, wofür du es hältst. Die Hüter wollen gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Da bin ich mir sicher. Sie wollten mich loswerden. Ich wusste gar nicht, dass ich da lang muss. Weißt du, das mit deinem Fuchs bedauere ich. Ja. Wie auch all die anderen Fehler, die ich begangen habe. Ich wusste nicht, was ich tat. Und er hat den Preis für meine Ungeduld gezahlt. Die Hüter verstehen mich nicht. Aber du scheinst anders zu sein. Hier, der letzte meiner Schätze. Ich hoffe nur, dass du auch weißt, was du tust. Eine Einsicht. Die Knospe, sie ist es wirklich. Tausend Dank, Fuchs. Der Zugang zum letzten Altar ist offen.
Wenn erst alle vier Hüter versammelt sind, kann uns nichts mehr daran hindern, das echte Ritual der Jahreszeiten durchzuführen. Okay, ich mache erstmal den vom Bären, dann den und zuletzt den oben in den Bergen. Das ist das erste Mal, dass eine Knospe sich weigert, sich dem Ritual zu unterziehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, sie zu zwingen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich noch vieles lernen muss. Wenn du denkst, dass wir zu ihrem Wohl handeln, weißt du, was zu tun ist. Beende, was wir angefangen haben. Brich auf und suche den letzten Altar. Na komm, ich mache erst unten weiter. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt war. Irgendwo ganz unten. So ein Wegfinder wäre schon gar nicht mal so schlecht. Moment, ich gehe erst hier. Ja, da ist nichts. Da ist auch nichts. Aber er war hier, definitiv. Da nicht. Dann gucke ich ganz unten. Da ist er. Ach, ich muss hier rein wahrscheinlich. Oh, ich leuchte. Aha. Ganz im Dunkeln rumzuirren ist auch nicht gerade schön. Da muss ein Krebs hin. Und das war's. Na gut, ich kann auch hier hoch. Habe ich jetzt hier gerade einen Pilz gehabt? Nee. Bringt nichts, weiter rumzukläffen. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.